Vor kurzem war ich unterwegs an so einem feuchten, trüben, nebligen Tag, wo man den Eindruck hatte, die Sonne existiert eigentlich gar nicht. Die Atmosphäre war auch so, dass sie ein bisschen bedrückend war. Um Zeit zu überbrücken, setzte ich mich in einem großen Einkaufszentrum in ein Café, um dort zu warten. Ich beobachtete, wie zwei Männer an einer riesigen Lichterbespannung arbeiteten. Wahrscheinlich war es für die kommende Adventszeit gedacht und ich hatte so den Eindruck, ach schade, wenn diese Lichter jetzt leuchten würden, dann wäre es hier alles anders. Und plötzlich sah ich, wie der eine Mann einen Stecker nahm und ihn in die Steckdose steckte und es war der ganze Raum mit Licht durchflutet. Es glitzerte und funkelte von diesen Tausenden von kleinen Lämpchen. Die Leute blieben stehen, jeder nahm das wahr, wie die Atmosphäre sich verändert hatte, weil auf einmal Licht da war. Und jemand klatschte und jemand rief, wow, das sieht ja toll aus. Es dauerte nicht lange und der Mann zog den Stecker wieder aus dieser Steckdose heraus und es war so dunkel und trübe wie zuvor. Und ich denke, alle haben das bedauert, dass es jetzt wieder diese alte Atmosphäre hatte. Ich erinnerte mich daran, dass in der Bibel von Jesus selbst über das Licht gesprochen wird. Jesus selbst kam als das Licht in diese Welt. Er kam, um die Dunkelheit hell zu machen. Und er selbst hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir das Licht sein sollten, dass wir leuchten sollten in unserer Welt, in unserer Umgebung. Vielleicht hast du jetzt den Eindruck, ey, bei mir ist es selber so dunkel. Ich selbst fühle mich eher wie ein glimmender Docht. Aber dazu gibt es eine Verheißung in der Bibel, die heißt, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist die Verheißung, die dir gilt. Du kannst wieder leuchten, du kannst wieder brennen, weil Jesus selbst dich mit seinem Licht erfüllen will. In der Bibel lesen wir den Text, den Jesus dort sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das Einzige, was du brauchst, das ist diese Verbindung zu Jesus, zu dem Strom. Das Licht muss mit dem Strom verbunden sein. Du kannst dich ganz neu von Jesus heute entzünden lassen, damit du hell bist in dir und den Menschen in deiner Umgebung ein Licht sein kannst. Ich wünsche dir, dass du dich ganz neu in diesen Prozess, in dieses Andocken, in diese Verbindung mit Jesus hineingibst, dass du dich ganz neu entzünden lässt von ihm. Ich weiß, dass Gott mehr für dich hat.